Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Fishing Barren Sea hier aus Steel Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir sitzen in unserem neuen Schiff. Ich weiß gar nicht, wie es original hieß. Bei mir heißt die Maria Anna. Und wir haben jetzt die glorreiche Aufgabe, Netze auszulegen. Und dazu müssen wir natürlich erstmal gucken, wo wollen wir sie auslegen. Wir wollen natürlich vermehrt auf Kabeljau gehen. Und dann würde ich sagen, da fahren wir einfach mal hier hin und schmeißen hier Netze und da Netze und gucken mal, was dann passiert. Und hier unten, die zwischen, die sind gar nicht mehr da, ne? Da ist gar kein Kabeljau mehr. Der zieht, der wandert auch. Aber das ist jetzt nicht mehr das Schlimm. Wir können ja mal auf alle Arten klicken. Schellfisch? Oktober? Das ist Schellfisch. Kabeljau. Also, hier müssen wir hin. Und dann können wir durchaus, wir können in den Punkt noch reinfahren und in den Punkt und dann fahren wir den. Genau, so machen wir das. Wir holen hier, schmeißen da ein Netz rein, wir schmeißen da ein Netz rein, schmeißen hier ein Netz rein und schmeißen da ein Netz. Dann habe ich hier mal drei Netze rein. Ach komm, wir fahren, wir machen da alle vier Netze rein. Mal gucken, wie viel Umkreis jetzt bei den Netzen ist. Das müssen wir mal ganz kurz in Wikipedia nachlesen. Das können wir aber machen, während wir hier hinfahren. So, dann machen wir hier mal eine Schnellreise. Dann kann ich gar nicht in Wikipedia nachgucken, weil ich da gar nicht hinkomme. So, wir werden natürlich auch dieses Schiff gleich nochmal selber fahren aus dem Kommandostand. Heraus. So, jetzt stehen wir hier. Dann gucken wir mal. So, jetzt können wir mal V drücken. So, dann gehen wir mal ganz kurz ins... Sie hat Essen gekocht, das ist gut. Netze einholen, nein. Reparieren, nein. Wiki. Wie funktionieren Geräte? Wie funktionieren Netzfischerei? So. Also, wirf ein Fischernetz aus, indem du eine Boje platzierst. Das Boot sollte beim gleichmäßigen Tempo fahren, während das Netz vom Boot ausgelegt wird. Fischernetze haben unterschiedliche Längen. Je nach Länge ist das Netz größer Spannweite. Fischernetze sollten mindestens 8 Stunden im Meer bleiben, bevor du es einholst. Netze müssen innerhalb von 30 Stunden nach dem Auswerfen eingeholt werden, sonst sind sie verloren. Holst du ein Netz ein, musst du den Fisch per Hand aus dem Netz befreien. Drücke die Tasten, die auf dem Bildschirm angezeigt werden, während du die Netze... Was? Die Netzwinde, das... Was, während die Netzwinde das Netz einholt? Ah ja. Du kannst ein Fischereinetz erneut verwenden, wenn es nicht zu stark beschädigt ist. Gut. Dann würde ich sorgen. Probieren wir das nochmal aus. Auslegen. Ah, hier. Da ist ja nochmal was. Treibnetzfischerei ist in der Barentssee weit verbreitete Fangmethode. Die Netze hängen senkrecht im Wasser, ohne am Meeresgrund verankert zu sein. Am Kopftau des Netzes sind Schwimmkörper befestigt und am Grundtau der Unterseite des Netzes befinden sich Gewichte. Vor dem Auswerfen musst du die Netzlänge auswählen. Je länger ein Netz, desto größer die Spannweite und desto größer der Ertrag. Ein Treppnetz sollte mindestens 4 Stunden im Meer bleiben, bevor du es einholst. Das Netz muss innerhalb von 48 Stunden eingeholt werden. Unterschiedliche Zeitangaben zum Wikipedia. Sonst geht es verloren. Ähnlich wie bei Langleinen zeigt auch hier die Farbe der Netzboje auf der Minikarte an, mit welchem Ergebnis, was welchem Ergebnis abhängig von der Zeit im Wasser zu rechnen ist. Eine grüne oder blaue Boje steht für den besten Fang. Netze müssen mindestens 50 Meter von anderen Fischereiausrüstung entfernt platziert werden. Innerhalb von 100 Metern wird der Ertrag geschmälert. Netze können wiederverwendet werden, solange sie nicht zu stark beschädigt sind. Alles klar. Also unterschiedliche Angaben von Zeiten. So, dann wollen wir mal Netze hinten rauslegen. Das sieht doch schon mal richtig schick aus. So, das hat doch was. Oh, okay. Man muss hier auch ein bisschen mit lenken dann. Der Balken gibt wahrscheinlich an, dass das Netz gerade liegt oder so, oder gut liegt. Das ist natürlich, okay, das ist tricky, okay. Das könnte durchaus zur Beschädigung des Netzes führen, nehme ich mal an. Na, dann noch ein kleines neues Minigame da drin. Was war jetzt? Ach, ist ausgelegt. Alles klar. Das sah ein bisschen strange aus. Gut, da haben wir ein Netz. Dann gucken wir mal, wo wir jetzt noch ein Netz machen. Wir machen dann mal hier noch ein Netz lang. Ne? Da so einfach hier so quer so durch. Ja. So, dann können wir also zwei Netze hier auslegen. Alles klar. Ja, da weiß ich Bescheid. Ich hätte gedacht, ich schmeiße einfach ein Netz ins Wasser und gut ist, aber... So. Netz rausgelegt. Machen wir nicht so dolle Fahrt hier. Dann ist das hier auch mit der Abweichung nicht so doll, glaube ich.
Ja, dann geht das wesentlich smoother, wenn ihr mit 5 Knoten fährt, aber ihr gibt selber Gas, ne? Also. Aber bei schwerer See ist das gar nicht so einfach. Na gut, okay. So ist das halt. Wir müssen auch mal über das Arbeitsdeck laufen hier, ne? Das haben wir ja bei dem Schiff noch gar nicht gemacht, noch nicht. Das müssen wir uns ja auch nochmal angucken. Jetzt wackeln wir aber mächtig hier. So, aber wir haben es ja gleich geschafft, das Netz auszulegen. Gucken, ob das auch wieder so merkwürdig aussieht. Ja, das sieht ein bisschen, das ist ein bisschen, naja. Gut, dann haben wir hier ein Netz, da ein Netz. Das ist schon mal okay, soweit. Dann gucken wir mal bei alle Arten. Brauchen wir denn noch das? Das war nicht so richtig großartig. Ja, dann nehmen wir den Kreis hier noch. Oder wollen wir erst mal warten, was die beiden Netze hier bringen an Masse? Wir gucken erst mal, was die beiden Netze bringen an Masse hier für unser Bötchen. So, das heißt also, wir werden jetzt mal ganz kurz. Wo fahren wir denn da hin? Wir werden mal dahin fahren. Einfach mal ein bisschen rausfahren hier, noch ein bisschen was erkunden. So. Ah ja, da hinten ist auch wieder Eis ansässig. Okay, wo du bist, also sowas. Netze einholen, können wir 2 Mann anstellen. Der würde die theoretisch gehen und sie Netze einholen. Das ist ein bisschen kritisch. Kann er denn gut Fisch ausnehmen? Von Hand ausnehmen kann er schon mal gut. Also das macht er denn dann erstmal. Aber es wird wahrscheinlich wieder so lange dauern. Naja, wenn er denn erschöpft ist, machen wir das dann. Aber wenn wir uns hier mit dem Schiff richtig mal so einmal in den Kreis legen, ne, das macht schon. Das sieht schon merkwürdig aus. So, wie sieht's hier aus? 3 Stunden sind wir jetzt unterwegs. Ja. Machen wir erstmal. Dann hier am Kanten lang noch ein bisschen. Denn wir brauchen hier durchaus auch ein bisschen noch Kilometer für das nächste Kapitänspatent. So, dann werden wir jetzt. Da unten rennt jetzt sie rum. Ach, so wie ein Kochen, ne? Ja. So, mit dem Stapeln. Also Stapeln ist ja eher. Sagen wir mal. Ja, dann nehmen wir Ruhin erstmal. Ich glaube, wir setzen sie aufs Hand aufnehmen und ihn lassen wir aufs Stapeln. So, dann gehen wir mal ganz kurz nach unten. Upsala, gehen wir mal rein ins Schiff. Und sagen hier mal F. Lass uns mal hier ein bisschen online durch die Gegend wandern. Oder kommen wir, wo kommen wir da hin? Geht nicht da, wo wir hinkommen? Okay. Kommen wir hier hin. Können wir auf jeden Fall oben auf Deck rumlaufen. Das ist jetzt das Wasser aber wesentlich näher, als ich gedacht hätte bei dem hohen Schiff, muss ich ehrlich sagen. Okay. So, dann können wir hier hinten noch rumgucken. Wir machen jetzt eine ordentliche Spur hier. So, da ist der Schiffsdiesel. Ah, da kann man sogar hochgehen, aufs Dach gehen. Okay. Ja, da haben wir noch einen guten Blick, ne? Würde ich sagen. Aus die MS Königstein hätte ich bald gesagt, nee, aber was eine Art. Gut, okay. Geh zum Arbeitsdeck gehen. Das sieht ein bisschen merkwürdig aus dort jetzt. Na gut. So, dann können wir jetzt hier nochmal durch. Voila. Hier irgendwo oben drauf. Eieiei. Schwierig. Dann müssen wir mal einmal so machen. So, das war ein bisschen schwierig. Dann machen wir hier mal die Tür zu. Und dann können wir in den Balken laufen und dann gucken wir mal, was wir hier machen können. Ewi Emil. So, dann sind wir eine Etage tiefer. Okay. Okay. Ich gehe zum Arbeitsdeck gehen. Ah. So, hier haben wir dann ein Waschbecken. Hier haben wir eine Tür, die wir öffnen können. Da kommen wir in einen. Aha, da können wir auch nochmal runtergehen. Wo können wir denn hier hingehen? Hier haben wir eine Dusche. Oh, guck mal, hier haben wir ja richtig begehbar das Schiff. Das hätte ich mir von dem anderen Schiff auch. Guck mal, hier kommen Büsen. Okay. Da kommen wir nicht durch. Okay. Da kann, schön. Kajüte. So. Büse ist das hier. So, dann haben wir hier noch eine Tür. Da können wir rausgucken. Und dann sind wir hier. Ach ja, hier haben wir das dann mit dem. Aha, Netze einholen anscheinend. Da werden die Fische reinsortiert und hier müssen sie gestapelt werden.
Okay, da sind auch noch zwei Netze vorhanden. Okay, okay, okay. Das sieht schon mal gar nicht schlecht aus. So, kommen wir da noch hin? Die Tür von Copy kriegt. So, hier ist dann bloß ein Abgang. Aha. Ach, guck mal hier, da ist der Schussgenerator. Okay. Oder ist das der Motor, der die Welle antreibt? Eigentlich müsste das kann auch der Motor sein, kann auch Generator sein. Da müssen wir irgendwie auch einen Schuss Diesel finden hier, ne? Also, da ist auf jeden Fall Maschinenraum. Jo. So, gut. Nach oben gehen, okay. Kommen wir denn hier hin? Ah, dann kommen wir hier raus, okay. Wir gehen nach unten, okay. Gucken wir noch, ob wir irgendwo noch irgendwo hinkommen. Da kommen wir noch wohin. So, und dann sind wir hier ganz unten drin und da ist aber auch nicht allzu viel. Hier ist ein Schaltschrank. Na gut. Da war vielleicht noch mal irgendwas gedacht, dass nicht hingekommen ist. So, wir drücken mal V, damit wir jetzt nicht ins Schilfeis fahren hier. Aber wir haben schon mal ein ganz gutes Ende erkundet hier. Gut, wir haben das Schiff auch erkundet. Das ist natürlich auch wichtig, dass wir wissen, was das so alles kann und machen kann und wo man da überall hin kann. So ein teures, gekauftes, neues Objekt, das möchte man natürlich dann auch gerne mal erkundet haben. Man weiß, was da ist. Und dann die Netze einholen, das machen wir dann erstmal von Hand. Machen wir erstmal einmal, damit wir uns das auch mal angucken, dieses kleine Minigame, was wir da für uns vorbereitet haben. Da müssen wir irgendwelche Tasten zur richtigen Zeit drucken. Und wie viel Material oder wie viel Fisch wir natürlich jetzt dort kriegen. Natürlich ist das noch ein richtig dickes Fanggebiet, da kommt ja alles Mögliche bei rum. Aber jetzt kann man auch gezielt auf Pollack gehen mit Netzen. Und dann nicht auf Pollack, sondern auf Schellfisch gehen. Dann geht man einfach dahin, wo die Schellfischfanggebiete am größten sind. Und dann hat man das schon. So, wir gucken mal ins Logbuch. Wie sieht es denn aus mit unserem Kapitänspatent? Wo sind wir denn schon? Naja, wir haben ja immerhin jetzt ungefähr die Hälfte von dem, was wir insgesamt brauchen. Na, das wird schon noch werden. Aber irgendwie, also sagen wir mal, wenn wir hier oben drauf tanzen, dann ist das... Ich glaube, das ist gedacht gewesen, dass das bis hier im Wasser drin ist. Dass das gar nicht so weit hoch raussteht. Weil wenn man da drauf ist, dann kommt einem das wirklich so vor, dass die Wasserlinie hier ist. Bin mir da nicht sicher. Also ich finde dieses Konstrukt ein bisschen merkwürdig. Also ich habe so ein Fischerboot, habe ich so in der Art noch nicht gesehen. Ja, warte mal, da fahren wir mal jetzt mal schnell hier so hinfahren. Weiß ich nicht, warum die Karte jetzt wieder automatisch mitgeht. Ein Mausfallzeiger, das ist manchmal... Naja. Nee, das ist noch nicht... Da weiß ich... Also das Schiff, das sieht alles noch ein bisschen komisch aus. Ich glaube, das hätte mehr Tiefgang haben müssen. Also zumindest bis zu dieser Kante hier. Weil wenn man wirklich hier draußen lang rennt, dann ist man wirklich näher am Wasser dran als das hier. Das ist ja... Oder das Verhältnis Person zu Schiff passt nicht. Das ist einfach von dem... Irgendwas passt da nicht. So. Gut, da haben wir nochmal ein kleines Fanggebiet für Kabel auch entdeckt. Jetzt sind die da 7 Stunden schon drin. Dann fahren wir da mal wieder hin. Ich muss gar nicht, ich muss wahrscheinlich wieder so ranfahren wie mit dem anderen, wie bei den Netzen, ne? So, jetzt ist 8 Stunden drin, ist rot noch. So. Okay. Dann machen wir hier mal noch eine Runde um die Insel. Jetzt sind sie langsam gelb. Nein, noch nicht so recht. Hellblau. Hellblau. Dann würde ich sagen, dann holen wir es jetzt ran. Da sehen wir schon, also diese Verfärbung hier, die ist echt ganz schön viel kleiner geworden. Da vorne ist die Boje. Wenn du mal das Licht ausrichten hier, das ist ja auch sowas, dass das Licht immer mitwandert, wenn du außerhalb irgendwie eine Taste drückst. Und ich gehe einfach mal davon aus, dass wir die Netzwinde auf der gleichen Seite haben. Und wir das jetzt dann da einholen dürfen. Dass das nach dem gleichen Prinzip über den Leinen funktioniert. So, dann gucken wir nochmal.
Da haben wir doch schon unseren roten Bereich. Und warum wird der nicht grün? Okay, das habe ich jetzt noch nicht verstanden. Aber vielleicht müssen wir ja auch seitlich daran fahren. Probieren wir mal ein seitliches Anfahren. Kann ja auch sein. Ziehen wir hier mal einen Kreis. Ah, jetzt wollte ich Harvey Horn, aber da geht ja bloß das Hat aus. Ach, schon, haben wir schon ein bisschen was verbraucht hier. Denk dich doch weiter, du Pott. So, das ist ja natürlich toll gewesen, wenn man da ein Tutorial zu kriegt. Na ja, gut, okay. Also, wie hole ich Netze ein? Hä? Oder muss ich es von der anderen Seite einholen, wie ich es eingelegt habe? Nichts Genaues weiß man nicht. Probieren wir es mal. Mal gucken, ob ich das von der Seite einholen muss. Kann ja sein, dass ich das quasi so, wie ich es rausgelegt habe, auch wieder einholen muss. Eigenartig, aber möglich. Wollen wir navigieren wir da mal hin? Sonst muss ich jetzt mal irgendwo schnell mal nachlesen, wie man Netze wieder einholt. Oder geht das nur durch Leute? Kann ich das gerade? Also muss ich doch auch, das kann ich doch auch. Also ich hätte jetzt echt erwartet, dass es genauso funktioniert. Leute? Muss ich da irgendeinen Modus noch? Ausrüstung einholen? Ich meine, dass ich dazu stehen muss, das könnte ich mir fast sogar vorstellen. Warum geht das jetzt nicht? Aha. Braucht da echt Unterstützung zu. Okay, gut. Ja. Aha. Aha, keine Ahnung. Okay.
Netz geht dadurch kaputt, wenn ich was falsch mache. Gut. Ja, also zwei solche Netze und dann ist, glaube ich, der Bunker voll. Ja, das könnte passieren. So, und sie macht jetzt hier von und ausnehmen und... Kann ich denn auch stapeln? Keine Ahnung, ich wusste es noch nicht. Gut. Was habe ich denn jetzt überhaupt alles an Fische gefangen? Momentchen mal, das weiß ich gar nicht. Lagerraum, Kabeljahr 11. Achso, ja. Okay. Okay, 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 okay. So, sie ist fleißig am Ausnehmen. Er hat hier mitgeholfen. Und dann müssen wir das hier wirklich erweitern, dass wir maschinelles Ausnehmen machen. Dann müssen wir dann zwei mit maschinellen Ausnehmen da haben. Maschinelles Ausnehmen kann sie sogar auch ganz gut. Also von daher, dann nehmen wir dann beide da drauf. Okay. Nach dem Netz einholen. Ah, okay. Gut. Alles klar. Dann werden wir wahrscheinlich dann das versetzt machen, ne? Immer mit dem Netz rauslegen und dann... Ah. Gut, wir haben was gelernt. Wir haben das erste Netz eingeholt, wir haben den ersten Fisch am Netz rausgeholt, sind jetzt natürlich alle am Arbeiten hier auf dem Schiff, zumindest die, die hier was arbeiten können. Ich persönlich werde gleich zum nächsten Netz fahren, aber das sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich wünsche euch viel Spaß. Für den Rest des Tages noch? Klingt komisch, ne? Nein, aber ich hoffe, ihr hattet Spaß jetzt hier bei dem Video. Und wenn das so ist, dann könnt ihr gerne ein Like da lassen und oder ein Abo. Ich würde mich riesig darüber freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis denn. Tschüss.